Ja, moin, moin, meine HSV-Freunde, meine Fußballfreunde. Es ist ja wieder so gekommen, wie wir schon alle, wo wir alle auch mit gerechnet haben. Also, dass Jonas Beuth entlassen worden ist oder Urlaub. Ja, gut, der wird sich jetzt noch das Jahr bezahlen lassen. Das ist ja auch gut, ein gutes Recht. Was jetzt mit unserem Costa wäre, mit unserem Klaus Costa, seine rechte Hand, das kann ich nicht beurteilen. Den habe ich noch getroffen, das weiß ich nicht. Ja, und jetzt soll das Stefan Kunz übernehmen. Da kann man natürlich sagen, was man will. Also Stefan Kunz habe ich nie negativ gesehen. Im Endeffekt ist das so, dass er vom Fußball her sehr viel versteht. War ein mittelprächtiger Fußballer, Nationalspieler. Und hat auch schon überall ein bisschen reingeguckt, jetzt auch in bei der Türkei. Also ich muss schon sagen, also vielleicht ist das ein guter Mann, ich kann es nicht beurteilen. Und macht er auch einen ganz offenen Eindruck, aber ich habe überhaupt keinen Kontakt gehabt zu Stefan Kunz noch nicht. Das kann ich nicht so beurteilen. Und die Leute haben sich ja auch in der Zeit entwickelt. Nicht? Also, das dazu, ja, für Stefan wünsche ich ja alles Gute. Und dann wollen wir sehen, wie es weitergeht. Das geht ja auch jetzt müssen wir den Stefan Baumgart hier noch behalten, das geht ja aber gar nicht. Du kannst ja nicht auch wieder einen anderen Trainer, aber wie gesagt, beim HSV ist das so, dass da darfst du dich nicht festlegen. Die ändern ihre Meinung von heute auf morgen. Und noch was, es war ja wieder Maulwürfe da, ne, bei den Zeitungen. Die wussten ja wieder alles ganz genau, Sport 1 auch. Die wussten ja besser, wie Boll selber. Aber das kennen wir hier schon in Hamburg oder gerade beim HSV. So, jetzt muss man mal sehen, was da läuft. Ich hoffe, jetzt haben sie ja den Pummel, den haben sie ja jetzt, verpflichtet. Gut, da kann man das, in den letzten Spielen hat er ganz ordentlich gespielt, ob das reicht für die zweite Liga nachher, oder auch, wenn wir da oben mitspielen sollten, ob das reicht, weiß ich nicht. Ne? Aber da muss man abwarten, mit polnischen Leuten oder polnischen Spielern hatten wir ja immer gute Erfahrungen gemacht, so wie Jan Vortorp und so. Da waren noch mehrere hier, das waren Okonski, das waren alles gute Fußballer, die polnischen Leute. Und da muss man abwarten. Ja, was da noch kommt, da muss ja noch was kommen. Da geht ja noch etwas weg. Da muss man jetzt abwarten, dass mit Ludo wird. Ob Ludo sich das nochmal antut, ein Jahr. Ob Robert sich das nochmal antut. Bei Robert sehe ich nicht so ganz schwarz. Weil ich glaube, die Familie möchte gerne sein in Hamburg. Und die kommen auch hier gut zurecht in Hamburg. Und er ist ja auch ein Familienmensch mit seinen beiden Töchtern. Und eine ordentliche Frau hat er auch. Da kann man sagen, was man will. Also bei Robert weiß ich noch nicht. Ja, bei Benisch, da muss man erzählen, wie er jetzt die Europameisterschaft spielt mit der Slowakei. Ich weiß nicht, das spielt er ja auch nicht immer. Stammspieler ist er, glaube ich, auch nicht, aber er spielt oft. Und wenn die Slowakei erfolgreich spielt und er knipst da ein, zwei Dinge, dann wird er auch weggehen. Ne, ein, zwei oder drei, vier Dinge kann das auch sein. Denn da sind ja schon andere Vereine, die offensiven Mittelfeldspieler. Die wachsen nicht an den Bäumen, ne? Das ist so. Aber wie gesagt, ich hätte ihn ja gerne weiter gesehen. Aber wie gesagt, ich hätte auch ganz gerne dann mal wieder andere Gesichter gesehen hier am Volksberg. Das muss ich schon sagen. Aber es ist wieder so gekommen, wie jedes Jahr. Im Grunde genommen war das dieses Jahr so leicht aufzusteigen, war es noch nie. Aber wir versagen wieder in einigen Spielen. Und jetzt hat Schulterboll. Also ich kann es nicht nachvollziehen, dass die Leute vom Tor, ich sage das nochmal immer wieder, die treffen das Ding nicht von einem wieder. Und dann wieder der Elfmeter und wir haben Elfmeter gemacht da und die wieder gemacht. So dieses Dilettantische, die Teil. Sonst, wir haben ja auch gute Spiele gesehen, aber jetzt ist auch vorbei. Die Ära weiter ist vorbei. Jetzt müssen wir sehen, ob Steffen hier das Ding klar macht. So, da beginnt die Ära jetzt Stefan Kunz. Und Stefan Kunz, ich hoffe, dass er ein bisschen härter auch ist oder hart bleibt und dann vielleicht auch noch gute Transfer tätigt. In der Türkei kennt er auch viele Leute, aber ich hätte hier gerne, wenn ich nach mir ginge, hätte ich gerne hier aus dem Norden welche gehabt, aus Dänemark und Schweden oder Finnland noch. So, das sind meine Worte und zu Jonas Beuth, da wollte ich noch mal aus dem Nähkästchen plaudern, ihr könnt mir das glauben. Jonas, ich habe ja mit Jonas ab und zu mal sprechen dürfen, auch wenn er das nicht so gemeint hat, aber ich sage euch eins, das war kein Schaumschläger oder was.
Ich habe da, der Woldi, aber hat nie das Glück gehabt, dass sie das Ding gewonnen haben. Mit der Relegation auch nicht. Wir haben auch nicht das Ding, da haben wir nicht Schiedsrichter, der will ich nicht mehr erwähnen. Aber Junge, ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Zukunft. Und du wirst nicht an Armut sterben, das glaube ich nicht. Du kannst dir eine Carbonade kaufen, kannst dir auch wieder normal ein Bier kaufen und in Urlaub fahren kannst du auch. Bei deinen Fähigkeiten wirst du auch wieder was finden, wo du richtig ein paar Mark machst. So, das sind meine Worte für Jonas Boll, alles Gute. Und was denn noch jetzt hinterher, der Rattenschwanz kann ja noch hinterherkommen, können wir nicht beurteilen, müssen wir abwarten. Aber ich will euch eins sagen, ich bin nicht mit allen einverstanden, was da oben passiert. Aber das kann ich nicht beeinflussen und will ich auch nicht beeinflussen beim HSV. Alles klar, ich wünsche euch alles Gute. Und dann wollen wir sehen, was sie. Da kommt jetzt noch mehr raus und ich melde mich dann ab und zu mal. Und bei der Europameisterschaft drücken wir durch, haben wir die Daumen und dann wollen wir sehen, wie es läuft. Ich bin auch da nicht so richtig optimistisch, aber da müssen wir sehen, wie die ersten Spiele laufen. Schottland, auch nicht, das sind alles keine leichten Gegner, aber wir haben eine gute Mannschaft. Und wir sehen den Nagelsmann, der wird schon was machen. Alles klar, nur der HSV. Tschüssi. Schöne Woche noch. Tschüss.